meinem Kanal. Bevor ich mit meinem Augen-Make-up anfange, möchte ich euch vorher gerne erzählen, was ich schon mal aufgetragen habe. Und zwar meine Fit Me Foundation von Maybelline New York. Das ist der in der Nummer 220. Für meine Augenlider und unter den Augen habe ich den Wet n Wild Concealer hier aufgetragen. Ich hoffe, der fokussiert. Irgendwie ist heute echt der Wurm drin. Das ist der von Wet n Wild und in Light Medium Beige. Ich mag den richtig gerne. Dann habe ich meine Augenlider gesettet mit meinem Essence. Hier dieses All About Matte Fixing Puder. Also mittlerweile kennt ihr das, glaube ich, auch von mir. Und genau, Augenbrauen aufgefüllt habe ich mit meiner Anastasia Beverly Hills, mit der hier. Also die Kamera ist heute auch nicht mal ganz dicht. Nee, ich würde das gerne nicht rufen. Ich werde jetzt einfach weitermachen. Meine Lippen habe ich umrandet mit meinem Trended Up Contour and Glide Lip Liner. Wie ich finde, ist der auch sehr gut. Also bei mir funktioniert der super. Und das ist auch so ein Nachkaufprodukt von mir. Der hier. Sieht echt schön aus. So, Leute, habe ich mir wieder so spontan gedacht, heute werde ich mit zwei Paletten arbeiten. Einmal mit dem hier, das ist der Flaumar Urban Eye Palette und einmal mein Pumpkin von Too Faced, Pumpkin Spice. Das ist eine Limited Edition. Leute, ich habe voll Lust auf, das ist so ein Pflaumenfarben ist das, dieses. Also geht auch so ein bisschen ins Lila. Und das finde ich auch richtig toll. Dieses hier. Also die beiden Farben aus dieser Palette. Ich habe es natürlich wieder geschafft, den Deckel kaputt zu kriegen. Da werde ich dieses Lila hier nehmen. Die Farbe. Und wenn ich Lust drauf haben sollte, nehme ich noch dieses. Das ist so ein Grauton. Schimmert ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Als Transition Shade werde ich als erstes einen Moment diese Farbe hier nehmen. Die hier. Und die nennt sich Alamode. Das werde ich jetzt als erstes auftragen. Und dafür, ich habe was für euch vorbereitet, Leute. Genau. Einen Moment. Das war schon mal richtig. Ja. Das war mal richtig. Muss ich wieder in meinen Cybermut-Modus. Nein, ich werde nicht dafür bezahlt. Ich habe es auch nicht zugeschickt bekommen. Ich habe sie mir selber gekauft. Diese tollen Pinsel von Too Faced. Bei Douglas für 20,99 €. Das kommt in so ein Packaging, diese Pinsel. Und ich finde, für Anfänger finde ich diesen Set richtig gut, Leute. Also ich habe gelesen, andere haben geschrieben, die waren dann nicht so begeistert und haben gesagt, das piekt und alles, aber ganz ehrlich, bei mir piekt gar nichts. Ja, ich meine, wenn man da jetzt so aufdrückt, ja, dann bestimmt. Aber so ist alles okay. Als erstes werde ich meine Augenlider doch nochmal setten. Ich erzähle euch auch gleich warum. Also dafür nehme ich diese Farbe hier aus der Palette, die hier. Das ist die Wipe It Cream. Und zwar habe ich euch ja ganz schlau erzählt, dass man, wenn man ein Öl aufträgt oder Creme, dass man sich danach hier die Augenlider abtupfen soll, damit,
das Fett halt eben weg ist auf den Augenlidern. Weil wenn man auf das Fett, ne Leute, dann den Concealer aufträgt und trotz dass man jetzt die Augen gesettet hat, geht der Concealer trotzdem in die Lidfalte hier. Deshalb lieber die Augen abtupfen mit einem Wattepad und dann könnt ihr gerne den Concealer und es dann auf jeden Fall setten. Ich habe jetzt meinen Lidschatten aufgetragen mit diesem Pinsel. Und zwar ist das der von Too Faced, der Large Shader Brush. Mit dem kann man das wirklich super. Ich zeige euch das nochmal. Also man nimmt den Lidschatten auf und tupft es dann so auf den Concealer von mir aus, weil der ist wirklich richtig schön. Und hier mache ich das genauso. Also ich zeige euch das jetzt einfach nochmal. Zuerst nehme ich den Blender Brush, Leute. Das ist der Blender Brush hier. Der ist schön groß und schön fluffig. Damit gehe ich in à la mode, abklopfen und dann setze ich es hier an und arbeite es in die Lidfalte und ziehe es aber gleichzeitig auch ein bisschen hoch, Leute. Ich fühle auch hier meinen Augenbrauenknochen, also da. Und hier lasse ich immer so ein Stück Platz, weil da kommt nachher der Highlighter an. Der Highlighter sorgt eben dann dafür, dass es dann, also die Augenbraue wird dann einmal so geliftet nach oben. Ich mag das gerne. Also ich finde das so richtig schön. Das beides sieht super aus. Also hier von hier aus sieht das richtig gut aus. Jetzt gehe ich weiter. Also ich switch jetzt über zu dieser Palette hier, die ich euch gezeigt habe. Die hier von Flomar. Das ist die Urban Eye Palette. Jetzt gehe ich erstmal in das hier, also in dieses Grau. Und das trage ich jetzt direkt hier auf. Also ganz ehrlich, so eine Kombination habe ich noch nie gemacht. Also sowas habe ich echt noch nie gemacht. Aber ich will einfach mal gucken, wie das aussieht. Also bin ich wirklich gespannt. Also ich finde die Pinsel wirklich, wie gesagt, ich finde sie gut. Ich habe da nichts, wo ich mich beschweren kann, weil die nehmen, also dieser Pinsel nimmt die Farben so gut auf, alle. Und ja, keine Ahnung. Für mich funktioniert das auch super. Und für den Preis ist das unschlagbar. Da sind eben alle Pinsel enthalten, die man so braucht zum Schminken. Und wisst ihr was? Ich habe das schon so lange irgendwie, also ich habe das schon so lange geplant, euch das zu zeigen. Und deshalb habe ich auch noch das Packaging. Aber jetzt kommt das Packaging weg. Genau, so sieht das jetzt aus. Dann gehe ich jetzt über mit demselben Pinsel in diese Farbe. Und das werde ich dann jetzt hier, also auf mein Augenlid, einfach so auftupfen, glaube ich, ja. Und ich gehe bis hierhin, also hier vorne lasse ich das frei, weil da kommt nachher eine helle Farbe, damit das Auge dann geöffnet wird. Ich finde, bei braunen Augen sieht die Lila immer fantastisch aus. Und ich gehe damit hier bis zur Lidfalte. Dann gehen wir jetzt über zu dieser Palette hier. Und also zuerst nehme ich dieses hier, diese Farbe hier. Um hier mehr Tiefe zu schaffen, werde ich jetzt mit meinem
Smudger Brush hier. Mit dem gehe ich dann hier in die Lidfalte, Leute, hier. Und mache dann hier wie so ein Wing. Und hier hinten verbinde ich das. Ja, Leute, wisst ihr, was immer richtig schön ist und spannend ist? Dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass meine Kamera sich ausgeschaltet hat und jetzt sitze ich hier und ja. Ich sitze hier und ärgere mich gerade, ganz ehrlich. Weil, okay, ich muss jetzt zusehen, dass ich das irgendwie erklärt bekomme, was ich hier weitergemacht habe. Also, ich war gerade dabei, das hier zu verblenden und genau, hier habe ich dann verblendet. Da machen wir jetzt dasselbe, Leute. Und dann werde ich euch zeigen, was ich dann weitergemacht habe. Leute, ich habe dann diese Farbe hier genommen. Die hier. Also damit diese Farbe auf dem Augenlid gut zu sehen ist, braucht ihr diesen Glitter Primer. Der ist von NYX. Den habe ich dann aufgetragen und habe dann letztendlich hier auf meinem Augenlid, also auf beiden Seiten, diese schöne Farbe aufgetragen. Das mache ich jetzt nochmal, weil durch das Verblenden habe ich natürlich wieder einiges runtergenommen, aber das ist kein Problem, das sage ich ja immer. Nachtragen kann man immer wieder was. So, und die Farbe hatten wir hier unten auf dem Wimpernkranz aufgetragen. Und ich verblende das jetzt noch ein wenig mit unserem Smudger Brush. Oh, Leute. Dann gehe ich über zu Oh My Gourd. Hier, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist so ein Roseton und ich mag das richtig gerne. Ich mag das leiden. So, da nehme ich auch meinen Glitter Primer und ganz kleines Tröpfchen und das kommt dann hier vorne aufgetragen. Ich gehe auch so ein bisschen in den Innenwinkel. Dann nochmal hier. Dann, meine Lieben, ich zeige euch mal, wofür man den hier benutzen kann. Das ist der Small Shader Brush, der hier. Da gehen wir in diese Farbe rein mit dem Pinsel und tragen es dann hier auf. Aber das ist immer mein Sagen. Das funktioniert immer nicht so. Nee. Okay, wir lassen es. Gary, tut mir leid. Musst du rauscutten. Rauscutten, ja. Okay. Ich gehe jetzt in diese Farbe rein mit meinem Finger. Und das wird dann, ja, das ist immer mein Sagen, mit dem Finger geht es doch besser als mit dem Pinsel. Jo. Und auf der Seite mache ich dasselbe. Ja, und wieso soll es denn hier auch anders kommen? Jetzt läuft die Nase. Oh, das ist ja heute echt eine Katastrophenalarm hoch 10. Dann fängt das an, dann fängt dies an, dann weiß sie nicht, wo der Pinsel liegt und so weiter. Dann erzählt sie dies und das und dann, ja. Also, alles, was hier so rübergegangen ist, nehme ich jetzt mit so einem Wattestäbchen. Genau. Ich glaube, das ist so ganz okay. Aber in der Kamera, ne? Sieht das hier, Leute, hier zum Beispiel, das sieht so abgek-
cuttet aus. Jetzt mache ich das mal so. Dann nehme ich mal ein bisschen näher ran. So. Vielleicht sieht ihr das jetzt besser, was ich meine. Also hier sieht das nicht so aus. Aber wenn ich in die Kamera gucke, dann sieht das so abgehackt aus. Das stört mich. Na gut, Moment. Gary! 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 Wie sehe ich aus? Gut, aber du wolltest doch was Schlichtes machen. Nee, ich habe mich doch noch mal umentschieden. Ja, aber das sieht doch niemand schlecht aus, Gary. Ja. Was? Nein, sag bitte nichts Falsches. Ist gut. Nee, das ist nicht. Gary, diesen Blick kenne ich doch, Mann. Gary, stell dich mal bitte da hin. Oh, Gary, mach keinen Unsinn. Ja, ist gut. Nein, guck richtig. Gary, stell dich da hin und guck. Ich hab geguckt. Gary, du hast nicht mal hingeguckt. Wie findest du meine dünnen Lippen, Gary? Ja, gut. Sieht gut aus, ne? Du siehst toll aus, Gary. Ich mach dich leiden. Tschüss, Gary. Tschüss. Ja, Leute. Selma und Gary. So, was sich mir jetzt aufgefallen ist, Leute, hier hinten rein. Bitte spielt nicht an euren Augenbrauen rum, bitte. Sonst habt ihr dieselben Probleme wie ich. Das wollt ihr nicht. Glaubt es mir, ihr wollt das nicht. Jetzt gehe ich weiter zu meinem Lidstrich. Da nehme ich den Essence Easy Brush Liner. So sieht das aus. Und hier machen wir dasselbe. Ja, Leute, eigentlich wollte ich heute was Schlichtes schminken, aber dann habe ich mich doch noch im letzten Moment umentschieden. Also, wenn ihr sowas haben möchtet, wirklich total schlicht, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Und wisst ihr, was ich an dem liebe? Ich weiß gar nicht, ob es die noch zu kaufen gibt, weil ich die so toll finde. Ich finde die Spitze einfach so klasse. Guck mal, du kannst. Du kannst damit so wirklich so ganz dünne Striche machen. Ganz dick. Ich glaube, wir lassen das mit dem Vorzeigeeffekt. Ey, ich kann das nicht. Das geht man gar nicht hier. Das geht nicht. So, ich eier hier wieder rum. Ich mache jetzt Eiern. Ich will noch einen Film gucken mit meinem Gary. Jetzt werden die Wimpern aufgetragen von Adele. Adele, I love you. Das sind die Adele Wispies. Ich bin gleich wieder für euch da, nachdem ich meine Wimpern aufgesetzt habe. Nachdem ich meine Wimpern aufgetragen habe. Bam, 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 Lollipop, tell me why. Ich habe meine Wimpern aufgetragen. Dann gehe ich jetzt über zu meinem Bronzer. Ich nehme den hier von Urban Decay. Der Beached Bronzer ist das. Und das kommt dann einmal hier. Dann gehen wir über zum Blush. Dann nehme ich diesen hier von Essence. Der Shape Your Face Contouring Palette, da nehme ich jetzt diese Farbe hier und das wird dann auch hier so aufgetupft. Und der letzte Schliff ist wie immer unser Becker Highlighter, der hier kommt dann einmal hier, einmal so unter den Augenbrauen hier, auf der Nasenspitze so ein bisschen rum. Hier auf mein Lippenherz und das verteile ich dann mit meinem Finger so. Hier unter den Augenbrauen nochmal. So sieht das alles aus. Leute, nun sind wir endlich am Ende angekommen. Heute war das wirklich, die Aufnahme war einfach ein totales Desaster. Aber ich habe es geschafft. Darum geht's. Es zu schaffen, Leute. Ich mache das für euch gerne.
Wie gesagt. Nein, nicht wie gesagt. Ich hab's aber auch gar nicht gesagt. Wie geht denn das, dass der Mann dann sagt, wie gesagt, wenn man es noch gar nicht mal gesagt hat? Also Leute, somit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, es geht euch allen sehr gut da draußen. Lasst euch nicht ärgern, bleibt chillig und nicht so wie ich. Bleibt chillig, lasst es euch gut gehen. Und ich hoffe, wie immer, dass dieses Augen-Make-up euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da. Über Kommentare würde ich mich sehr, sehr freuen. Und natürlich auch über ein Abo. Da würde ich sagen, bis demnächst. Bleibt dran. Tschüss!